Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Ja, im letzten Part, da haben wir ein paar Hieroglyphen bereits gefunden. So, und wir wollen jetzt natürlich weitersuchen nach einigen weiteren Hieroglyphen. Und dazu müssen wir erstmal als Shadow jetzt unterwegs sein, wenn der sich mal verwandeln will hier. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja, wie immer irgendwie. Ich muss mal noch kurz einen Schluck trinken, habe ich gerade vergessen. So, Entschuldigung. Und da sind wir jetzt auch schon fertig als Shadow. Habe ich denn jetzt die... Ja, habe ich. Oh. Hier kann man auch runter. Cool. Und ich muss nicht mal nach unten drücken. Ha. Gut zu wissen. Aber wir wollen natürlich in das Sphärenportal. Und als Will erstmal wieder unterwegs sein. Ja, ich würde mich gerne als Uzul zurückverwandeln. Ach ja, sehr schön. Oh nein, ich habe vergessen, mein Handy lautlos zu machen. So. Gut, wir waren hier hinten, glaube ich, noch nicht drin. Genau. Oder? Können wir nachschauen? Doch, hier waren wir drin. Hier waren wir schon drin. Hier auch? Achso, da kamen wir, glaube ich, nicht weiter. Egal, wir können ja mal nachschauen nochmal. Ich glaube aber, hier kamen wir nicht weiter, weil wir hier als Shadow hin müssen. Oder? Irgendwo kamen wir nicht weiter. Ja, genau. Ich glaube, es war hier. Gut, das merken wir uns, dass wir da als Will nicht weiterkommen. Sehr weitläufiges Dungeon, muss ich sagen. Beziehungsweise sehr... Ja, es braucht halt ziemlich viel. Ziemlich viel... man muss halt wirklich sich viel, ziemlich viel merken. Ist nicht unbedingt immer toll, wenn man dann nur an... Meistens... an unterschiedlichen Tagen aufnimmt. So, waren wir hier schon. Ja, aber hier warten noch drei Gegner auf uns. So, schauen wir mal nach, wo die auf uns warten. Und eine Truhe wartet auch auf uns. Es muss in diesem Abschnitt sein. Von daher schauen wir mal da hinten nach. Ach genau, da kommen wir als Will entlang nur. So, phew. Da ist ein Gegner schon mal. Aber das war der einzige. Hm. Wo sind denn die anderen? Wahrscheinlich da unten. Wahrscheinlich da unten irgendwo. Kommen wir da nicht irgendwo noch runter? Ja, hier. Da unten sind welche. Hier unten, aber da kommt man nur als Shadow hin. Gut, danach gehen wir als Shadow durch die Gegend. Oder? Kommen wir da wirklich nur so darunter? Ich denke schon. Ja, scheinbar. Gut, okay. Da kommen wir wohl erst später weiter. Oder als Freedan. Aber ich glaube eher, dass wir als Freedan hier schon waren. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo ich jetzt überall schon war. So, hier warten auch noch vier Gegner auf uns. Hier haben wir noch nicht alle. Hier können wir als Shadow runter. Okay. Ich sehe die Gegner noch nicht. Ah, da unten sind sie wohl. Na gut, da müssen wir auch als Shadow hin. Alles klar. Ich hätte mir das echt aufschreiben müssen, ey. Ich habe keinen Überblick mehr. Boah. Schlimm. Echt schlimm. So, der letzte Raum. Da haben wir gleich hier drüben einen Gegner. Oh. Achso, da kamen wir dann nicht hoch. Genau.
Hui. Okay, da müssen wir auch wieder mit der Fähigkeit rüber. Hui. War hier noch Gegner? Ja, da drüben. So, den machen wir auch noch platt. Das war... Dann fehlen noch 5. Hier ist einer noch. So eine Kugel. So. Bevor wir da runter gehen, machen wir das mal so. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich da runterspringen soll oder erstmal da runter soll. Ich gehe erstmal hier runter. So, da ist nämlich auch noch einer. Und hier ist noch einer. Und jetzt erhöht sich unsere Abwehr. Sehr schön. Was ist hier? Hier sind weitere Gegner. Okay. Aber warum schlitterst du die Treppe nicht runter? Tut deinem Arsch sicher gut. So, das sind nur die hier. Hui. Nochmal so rum durch. Hui. Und dann nochmal... So rum durch. Um die ganzen Kugeln einzusammeln. Ah, die Fähigkeit ist schon toll, wenn man die mal gegen Gegner einsetzen kann. So, da unten sind scheinbar noch 5 Gegner. Irgendwo. Oh, da kommen wir so nicht durch. Gut. Das schaffen wir so nicht. Okay. Gut, da müssen wir wohl Anlauf nehmen. Hui! Oder auch nicht. Verdammt. Mist. Okay, okay. Das war... Das lief ein bisschen schief. So, dann sollten wir uns da oben positionieren und dann vielleicht von hier aus diese Attacke machen. Schauen wir mal, ob es dann was bringt. Hui, ja. Wow, und 5 HP bekommen. So, wo ist der nächste Gegner? Boah, Mistviech. Komm mal her. So, okay. Ja, hier verlieren wir so schnell Leben. Das ist echt der Wahnsinn. Geh doch kaputt! Abwehr erhöht sich wieder. Perfekt. Ah, oh, sehr schön, sehr schön. Hier sind sonst keine Gegner mehr, aber es geht noch tiefer. Hoppala. Und da kommen wir auch nur als Müll rum. So, hui. Hier sind ja... Ach, da ist wahrscheinlich wieder eine weitere Hieroglyphe. Ja. Sehr schön. Da haben wir schon 3 Stück. Perfekt. Dann würde ich noch oben nochmal auf, nochmal, wenn wir mit Will unterwegs sind, nochmal zu der einen Stelle gehen und da runterspringen und da dann schauen, was uns da erwartet. Und danach würde ich dann mit Shadow unterwegs sein. Eintreten. Weil wir als Shadow eher Räume suchen müssen als Freedom. So. Rein mit uns. Yo, Shadow. Und danach sollten wir uns noch mal kurz heilen, sehe ich gerade so. Das vernachlässige ich ein bisschen. Upsala. So. Und da sind wir schon als Shadow. Ja, unsere Wunden werden geheilt. Ich trinke kurz einen Schluck Cappuccino. Sein Körper wird flüssig wie Wasser. Es ist toll irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich finde es toll. Der Shadow ist toll. Das Spiel hat bei mir anfangs ein bisschen gebraucht, bis es jetzt wirklich mal, bis ich damit warm wurde. Aber ich muss sagen, bisher finde ich es eigentlich super. Finde ich es toll so. Wie es ist. Tsching, und da kommen wir an. Also anfangs war ich halt ein bisschen, weiß nicht, skeptisch, ob ich das überhaupt mögen werde, weil das... Ich habe erst ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich mit dem Spiel warm wurde. Am Anfang war es halt ein bisschen merkwürdig für mich.
Aber jetzt finde ich es immer besser, muss ich sagen. Es reicht zwar nicht in Terranigma ran, meiner Meinung nach, aber ich bin eh nie so der Fan von Spiele untereinander vergleichen. Weil jedes Spiel doch einzigartig ist, auf seine eigene Weise. Und deswegen denke ich so, ja, warum sollte ich das jetzt mit Terranigma großartig vergleichen? Terranigma ist zwar der Nachfolger, aber... Moment, bin ich jetzt an der falschen Stelle runter? Scheint so. Nee, ich bin... Hä? Ja, doch. Bin ich, okay. Moment, kommen wir da dann hoch, wenn man da lang geht? Okay, da ging's jetzt, da hat's nicht mehr gereicht. Schade. Hui! Das war ja hier unten, wo ich darunter springen konnte, oder? Das war ja hier, glaube ich. Genau. Hui! Achso, und dann kommen wir da oben an. Da, wo wir gerade runtergelaufen sind. Na gut, okay. Kreis schließt sich. Aber die Hieroglyphen da, schaut mal. Die Bilder an den Wänden sind schon geil. Es gibt ja auch die Pyramide wirklich. Ja, ich will hier nicht weiß. Ja, nee, es ist echt Hammer. Also ich finde die Gestaltung super. Wenn die Pyramide auch wirklich so aussieht, dann, wow. Dann waren die Ägypter wahre Künstler. Muss man schon sagen. Ja, ich würde mich gerne in Shadow verwandeln. Bin ja sehr gespannt, wie wir da... Was da auf uns wartet, wenn wir durch die wenn wir alle Hieroglyphen haben. Da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt. Wie das Ganze sich weiterentwickelt dann. Oh, das Spiel, upsala. Der stürzt sich einfach so runter. Gut, gehen wir zuerst in den Raum, der Übersicht halber. So, hier sind noch 4 Gegner. Hui. Da ging es ja nicht großartig weiter. Wir müssen uns, glaube ich, da runterfallen lassen. Okay. Dass das funktioniert, ist schon cool. Sind hier noch Gegner? Hallo? Okay. Ja, hier sind jetzt wieder Gegner. Shadow sind wir stärker. So, da wartet ein Gegner auf uns. Und ein weiterer ebenfalls. Geht doch kaputt. Und unsere Abwehr erhöht sich wieder. Okay. So, schauen wir mal, wo uns das noch hinführt. Hierhin. Da konnten wir uns wahrscheinlich auch runterstürzen. Da drüben warten Gegner auf uns. Dann gehe ich erstmal die Treppe runter. Ganz human, nicht so wie ein Schatten. Das sind weitere Gegner. Ups, ich bin ja nicht Freedan. Als Freedan hätte ich da jetzt einfach die Stampfattacke nutzen können, dann wären die, glaube ich, kaputt gegangen, aber das war jetzt dumm. So. Hui. Wow, wow, wow. Oh, komm her, du Mistviech. Ich finde es gerade bequemer, die Treppe runter zu gehen, um da einen Überblick zu haben, wo ich noch bin und noch nicht war. So, machen wir mal alle der Reihe nach kaputt. Geht doch. Da unten ist auch eine Truhe, sehe ich gerade. Sehr schön. So kann ich halt den Überblick wirklich... Dann erwische ich auch hundertprozentig alle Monster. Sind jetzt nämlich auch nur noch 2. Sehr schön. Da ist schon der vorletzte und der letzte. Und unser Angriff erhöht sich. Deine Stärke hat sich erhöht. Also auch Stärke halt, aber das ist doch das Gleiche. So, da ist eine Truhe. Was haben wir hier? Rotes Juwel gefunden. So, schauen wir mal, wo uns das noch hier hinbringt. Da können wir nicht weiter runter, sah so aus, schade. Naja, man kann nicht alles haben, ne? So, jetzt müssen wir nur die Stelle finden, wo es dann wirklich weitergeht. Aber ich glaube, die war weiter oben.
Okay, zum Hochgehen hätte ich sowieso jeden erwischt, aber ich hab da lieber die Übersicht, wenn ich schon runtergehe. So. Hier war ja an sich nichts Nennenswertes mehr. Ich schätze mal, dass wir da auch nur in die tieferen Stockwerke kommen, in die wir sowieso gekommen sind. Es wird wahrscheinlich eher hier oben irgendwo interessanter. Und wirklich irgendwo was bringen wird es auch wahrscheinlich hier eher, wenn man da runter geht. Zum Beispiel hier. Wobei, ne? Abwarten. Na gut, scheint jetzt nicht so viel gebracht zu haben, aber wir können ja nochmal hier runter. Und dann mal schauen, wo wir da noch ankommen. Wenn wir auf die andere Seite gehen. Okay. Wo wir da jetzt aber irgendwo was finden sollen als Hieroglyphe, das weiß ich nicht. Oder gibt es nur 4 Stück? Schauen wir uns mal weiter um. Da geht es natürlich wieder weiter runter. Ne, da geht's da rein. Wo ging's hier hin? Vielleicht geht's ja doch irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Schaut nämlich ein bisschen... Nein, schaut nicht so aus. Da auch nicht. Hui! Da bin ich wieder an der Stelle. Da habe ich ja schon alle Gegner. Gibt's... Wie viele Hieroglyphen gibt's denn? Okay, nö. Aber da muss ich da wirklich mit Füdern hin. Aber da komme ich ja mit Füdern eigentlich nicht hin, oder? Eigentlich dürfte ich da nicht hinkommen mit Füdern. Weil ich da ja... Ich schau mal, das dürfte eigentlich nicht gehen. Nee. Nee, dürfte eigentlich nicht gehen. Okay, hier scheint nichts zu sein. Es sei denn, ich gehe hier nochmal runter. Aber ich glaube, hier war... Na, da kommen wir auch nur hier hin. Also quasi wieder im Kreis gelaufen. Okay. Keine Ahnung, wo wir dann hin müssen. Ist aber auch nichts gut. Vielleicht müssen wir da irgendwo noch einen Schalter öffnen, wer weiß. Wir können jetzt erstmal weitergehen und da uns woanders umschauen. Hier sind nämlich auch noch 2 Gegner. Vielleicht kann. Ja, wobei. Das Problem ist, dass ich gerade nicht auf Kommentare warten kann. Weil ich nämlich wegen meinem Urlaub in Vorrat aufnehmen muss. Und deswegen, ja, schaut es ziemlich eng aus mit dem Vorrat. Beziehungsweise mit auf Kommentare warten. Das ist leider nicht unbedingt möglich. Wir können nur nachher schauen, ob wir mit Frieda nicht den Schalter da umlegen können. Und da gucken, ob das nicht vielleicht was bringt. Aber ansonsten können wir nur hier runter. So. Da kommen wir nämlich auch gleich zu weiteren Gegnern. So, was ist hier drüben? Da geht scheinbar wieder hoch oder runter. Wir gehen jetzt erstmal aber zu dem anderen Gegner hier rüber. Okay, was war das jetzt? Deine Abwehr hat sich erhöht. Was bringt das jetzt, wenn ich das mache? Okay, wir können die Schalter auch so umlegen. Aber was bringt das? Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, wenn ich das mache. Aha. Der Boden bewegt sich.
Aber wir sind ja schon ganz unten, oder? Mal schauen, ob das hier was bringt. Achso, so kommen wir dann zurück. Okay. Okay, ich muss sagen, das ist irgendwie cool. Jetzt geht der Boden weiter hoch. Das ist ja sehr cool. Und da kommt jetzt eine Treppe an. Boah. Ist das cool gemacht. Boah, geht weg von dem Schalter, ihr Mistviecher. Ihr Missgeburten. Ich bin voll gemein zu den Monstern, ich weiß. So. Okay, da geht's wieder weiter runter. Das ist echt cool gemacht. So, erster Gegner. Und der zweite. Es ist gut, dass ich die Karte immer benutze. So findet man nämlich auch die unsichtbaren Gegner. War ein toller Tipp immer von der lieben Evil Bloody Eyes. Dankeschön. Oh, so, hier ist nur ein Gegner. Der steht direkt auf meinem Schalter drauf. Das geht gar nicht. Und jetzt geht er wieder runter, der Boden. Ah, das wechselt sich also so immer ab. Das ist cool. Hey, das gefällt mir richtig, wie das gemacht ist. Nein! Was ist denn da los? Oh nein. Ach so. Cool. Hoppala. Das ist ein Gegner, den habe ich gar nicht gesehen. Ich höre sie schon. Oh Gott, so viele. Oh, geht weg. Geht alle weg. Und unsere Stärke erhöht sich. Boah, haben wir viel Schaden gefressen. Hey, wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Sphärenportal wieder heilen lassen. Kann ich eigentlich auch irgendwie Spezialangriff? Irgendeine dunkle Kraft? Wahrscheinlich jetzt noch nicht. Nee, wird mir auch nicht angezeigt. Das wird ja normalerweise da, wenn ich auf Start tippe, angezeigt. Da geht's wieder hoch. Okay, da kämen wir dann wieder allgemein hoch. Ah, und da ist hier die weitere Hieroglyphe. Sehr schön. Sehr gut. Das gefällt mir, ja. So, damit haben wir jetzt 4 Stück, glaube ich. Ja. Alles klar, dann lass uns zurückkehren. Eintreten, bitte. Das ist der schnellste Weg, um nach oben zu gelangen. Dann fehlt uns, glaube ich, nur noch... Warte mal, wie viele werden mir denn da angezeigt? 6 Stück, okay. Gut. Ich lasse mich aber noch schnell heilen, auch wenn da unten noch ein Sphärenportal ist. Aber ich will gleich als Shadow weiter. Und das Heilen, das kann man ja hier schon erledigen. Dankeschön. Ja, ich möchte speichern. Und ich möchte weitergehen. Oh, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. So, runter mit uns. In die tieferen Ebenen der Pyramide. Entschuldigung, musste noch mal einen Schluck Cappuccino trinken. So, hier warten keine Gegner mehr auf uns. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir hier noch irgendwas finden können. Wir probieren es einfach mal und schauen nach. So. Hui. Bäm, voll gegen die Wand. Shadows, eine Pfütze. So. Puh. Hier schaut es nicht so aus, als ob wir hier noch irgendwo was finden. Ich glaube, hier haben wir schon alles. Hier waren wir doch mit Friedan, glaube ich. Oder? Ich glaube, hier haben wir schon die ganzen Sachen.
Ich schaue trotzdem nochmal gründlich. Man kann nie wissen. Ja. Ich muss mir nochmal die alten Aufnahmen anschauen, um zu schauen, wo noch welche waren und wo nicht. Ach da, oh, die Stelle. Ja, okay, hier haben wir schon alles. Ich erinnere mich. Wenn wir jetzt noch das eine Ding finden zum Teleportieren, wäre es nicht schlecht. Dann müssen wir wieder zurück. Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Das haben wir schon. Ja, gut. Man muss ja immer sicher gehen. Man weiß ja nie bei solchen Dungeons, ob der Weg, den man gerade geht, ob man den schon gegangen ist. Zumindest wenn man den in mehrere Teile spielt. So wie ich. Also wenn man den immer zwischendurch Pausen macht. Ist da etwas doof, aber ja. So. Der eine Schalter war doch da oben, glaube ich, oder? Hier. Genau, da war dieses Licht. Eintreten. Na gut, auf jeden Fall mache ich an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!